Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nordbau AG Insight. Heute stellen wir euch ein weiteres Modell im Fuhrpark vor, und zwar ist das der Fendt 39. Ja, guckt euch den Trecker erstmal in Ruhe an. Der Trecker verfügt über das 4x4 Fahrgestell von Blocher, sprich also der Trecker hat Allrad. Das Modell verfügt auch über Licht. Somit hat das Modell auch Abblendlicht. So wie hinten dann auch leuchten auch hinten die roten Scheinwerfer. Und für die Dunkelheit auch das Arbeitslicht. Für den sicheren Straßenbetrieb verfügt der Trecker auch über Warnblinklicht. Ja, der Trecker hat auch noch ein Soundmodul. Das stelle ich euch jetzt mal eben vor. Sobald man mit dem Trecker rückwärts fährt, gehen hinten beide Rückfahrscheinwerfer an. So wie wenn man auf die Bremse geht, gehen die Bremslichter an. Das Modell verfügt auch über einen Heckkraftheber, der mechanisch betrieben wird. Sowie vorne auch einen hat. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, da der Trecker nur ein Zugfahrzeug ist, funktioniert
der Heber jetzt nicht. Wie ihr sehen könnt, verfügt er noch über ein Frontgewicht, sodass er vorne auf der Vorderachse genug Gewicht hat und seinen Anhänger ziehen kann. Der Trecker verfügt auch über eine Krampemulde. Hier mit einer Kiste für Kram, den man so mitnehmen muss. Zum Beispiel hier unten den Stellfuß. Ja, dann zeige ich euch mal. Betrieben wird die Mulde mit einer Spindel. Ja, die Krampe ist auch mit Beleuchtung ausgestattet, sprich Abblendlicht an, leuchten hinten an Anhänger auch, die roten leuchten beim Bremsen, geht auch das Bremslicht an. Sowie der Warnblinker. Dann beim Rückwärtsfahren gehen hinten auch die weißen Rückstrahler an. Ja, das war's schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.